Hello, people. So. Yes, willkommen zu diesem wunderbaren Gedöns hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dieses wunderbare Gedöns sorgt gleich dafür, dass ich meinen Yoshi loswerden darf. Juhu. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Zack. Oh Gott. Ja, aber wirklich schwierig sieht dieses Level bisher nicht aus. Möchte ich sagen. Okay, und hier kann man nicht rein. Hätte ja sein können, dass man da rein können. Ja, das Level ist ziemlich gediegen. Weil hier ist direkt der Midway Point. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt, was einschneidende Erschwernisse das Level zu schaffen bringen könnte. Okay. Scheiße. Hilfe, oh Gott. Wegen diesem dämlichen Stocker, wollte ich gerade sagen, wäre ich beinahe gestorben. Und dann sterbe ich tatsächlich auch noch. Das geht ja mal gar nicht hier. Warum schleppe ich dieses Springboard eigentlich mit? Was bringt mir das? Vielleicht bringt es mir am Ende ja irgendwas Lustiges. Zum Beispiel, wie wäre es denn mit einer extra Yoshi-Coin? Oder, scheiße, warum springst du nicht, du dämlicher Mario-Sack? Du bist ein sehr unintelligenter Klempner. Zack. So. Jump Mario. Und runter da. Oh, die Feuerblume. Oh Gott. Zack. Gut, 3 Yoshi-Coins hätten wir. 3 Stück hätten wir. Hoch mit dir. Ja, das ist ja alles ganz, ganz easy. Alles ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach. Ja, okay, und zur Belohnung, dass wir das Springboard mitgeschleppt haben, kriegen wir noch eine hübsche Blume. Und wow, was ist das hier? Sind das Ex-GFX im FG? Sieht tatsächlich so aus. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Ups. In diesem Hack hatten wir das, glaube ich, noch nicht. Das ist das erste Mal, dass hier Ex-GFX vorkommen. Yay. Na gut, wenn man mal von diesen ungezeichneten Viechern abzieht, aber es sind noch keine Ex-GFX. Ich weiß es nicht mehr, ich habe viel zu lange kein SMB mehr gehackt. So. Okay, hier braucht man wahrscheinlich einen Spin-Jump oder sowas. Oder warte, geht das auch so? Nö. Geht nicht so. Wollte ich nur mal kurz überprüfen. Ja, und das war dämlich meinerseits. Ich gebe es ja zu. Okay, hier haben wir umgezeichnete springende Pokéköpfe. Am Anfang wollte ich nur mal so erwähnt haben. Aha. Wow, scheiße. Also, diese anderen Blöcke, die zerbrechen da schneller. So, jetzt Spin Jump. Okay, wie soll man dann da reinkommen? Ist mir jetzt eigentlich auch egal, wie man da rankommen soll. So weicht man diesen Viechern gekonnt aus. Und so. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Jump, Mario, jump! Okay, 4 Yoshi-Coins haben wir. Zack, zack. Okay, gut. Hier. So, geschafft. So. Okay, Vanilla Dam. Nicht Vanilla Dome, sondern Dam. Haben wir hier jetzt seltsamerweise. Okay, zack, zack, zack. Zack. Das ist doch alles ganz, ganz einfach mal wieder. So, Spin Jump. Will gucken, was da unten ist. Was ist da so für ein wunderbarer Bonusraum? Ich möchte diesen Bonusraum erforschen.
Ja, danke schön, du dämliches Sägenviech-Gedöns. Zack. Puh. Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. Zack. Okay, Gott, dann hätten wir das ja erledigt. Wahrscheinlich wären wir da irgendwie später rausgekommen. Also vom Aufbau her ist das... Weist das immer noch Gemeinsamkeiten mit dem Original-Level auf. Weil da ist man da auch irgendwie links rausgekommen, wenn man da irgendwie in diese Röhre unten reingegangen ist. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Also, denn ich habe ja jetzt mich auf den Pfad oben da spezialisiert und den hier erstmal vernachlässigt. Aber das müssen wir mal nachholen, würde ich sagen. Und ja, dieser Treffer war dämlich, genauso wie der hier. So, und das Viech ist jetzt endlich tot. Zack. Komm her. Ja, das war dämlich, deswegen screen wir das nochmal out, ja, und dann ist das Viech nämlich weg. So einfach ist das. Okay, und hier. Aha, so macht man das. So geht das hier. Okay, ich dachte schon, ich hätte hier irgendein Secret verpasst. Also, ich soll dich mit nach oben nehmen. Gut. Dann nehme ich dich eben mit nach oben. So. Ja, dann bei diesen Plattformen gibt es so ein Problem. Nämlich, die fallen irgendwann schneller als Mario fällt. Und deswegen ist das irgendwann schwierig, da drauf noch irgendwie zu springen. Aua! Und das Viech war auch so ein bisschen gemein gesetzt, möchte ich sagen. So. Ach, schon wieder. Ich meine, ich hatte da letztes Mal meinen Pilz verloren an der Stelle, weil Mario nicht springen wollte. Jetzt aber. Oh, weg hier! Lass mich mit deinem Teil in Ruhe. Yes! Okay. Ich habe einmal kurz geskillt. Tja, und dann habe ich das gleich wieder verkackt, möchte ich sagen. Mann, irgendwie schaffe ich das. Mario, kannst du es bitte mal schaffen? So, stirb. Oh, danke. Wenn du weg bist, ist nämlich alles okay. So. Das Leben möchte ich besitzen, weil das ist schön, Leben zu besitzen. So. Schnapp dir das Teil und hoch mit dir. Wir machen wieder das hier, weil diese Taktik hat sich ja bewährt. Zack. Puh. Ach, Menno. Zack. Okay, und diese komischen Orangen und Blöcke, die berühre ich besser nicht, denn ich weiß ja nicht, was die denn so auslösen. Deswegen bin ich da jetzt erstmal vorsichtig. Yoshi. Also wir haben noch den
wunderbaren Yoshi. Oh Gott, Hilfe. Ach, Menno. Hilfe. Zack. Und ja, ich glaube... Puh, wir haben es geschafft. Das war gar nicht mal so leicht, darüber zu kommen, glaube ich. Aha, und hier gibt es gleich die nächste derartige Passage. Hoch. Hoch mit dir. Gut. Dann hätten wir das jetzt auch hingekriegt. Schön, das gefällt mir. Ja, und das gefällt mir wiederum weniger. Und das gefällt mir noch weniger, dass jetzt diese dämlichen Bullet Bills auch noch kommen müssen. Ja, und diese Shell war auch notwendig, seht ihr? Genau deswegen hole ich mir Shells immer als Schutz. Das ist eine durchaus zu empfehlende Taktik, die ihr kennen müsstet, wenn ihr meine Videos guckt. Und eigentlich auch, wenn ihr die nicht kennen müsstet, denn die ist weit verbreitet. Naja. So. Zack. Zack. Puh. Okay, ich glaube, dieses Schaufelviech sollte ich da oben besser gleich eliminieren. Ups, was war das denn? Nein! Yes! Midway Point! Zack. Ach, Menno. Hilfe? Uah. Nein, nein, nein. Stirb. Und wow. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja, ich musste mich schon den ganzen Part wieder konzentrieren. Deswegen laber ich mal wieder so wenig. Und das ist Betrug, denn das war ein Blind Jump. Okay. Aber wenigstens gab es ja einen Midway Point. Gut. Na gut, einen Vorteil haben diese Bullet Bills zumindest. Man kann auf denen schön rumspringen, wenn man, wenn einem langweilig ist. Okay, aber diese Schaufel, Steine werf, Chuckviecher, die behindern einen ja nicht so sehr. Also, die stellen nur eine marginale Gefahr dar, würde ich sagen. So! Okay, einfach aus Gewohnheit nehme ich diese Yoshi-Coin mit, auch wenn es gar nichts bringt. Weil ich ja sowieso nicht mehr alle sammeln kann. Ach Gott, ich glaube, das war die Stelle, wo ich verreckt bin. Weil ich zu weit oben irgendwie war. Aha, hier sehe ich doch, da kann man doch irgendwie hin, wenn man eine Feder hat. Ich will zumindest analysieren, was da so Hübsches oben noch rumlungert. Indem ich den hier mache. Mann. Sollen wir mal Anlauf, Mario? Ich will gucken. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Okay. Hier ist jedenfalls irgendwas Lebensartiges. Ein Secret Exit gibt's hier jedenfalls nicht. Oder das ist die letzte Yoshi-Coin. Ich meine, ich hatte nur 4 beim ersten Mal. So. Lemmy's Castle. Also, ich glaube, nach dem Level könnten wir den Part eigentlich beenden. Denn wir haben doch eigentlich eine recht ansehnliche Anzahl von Leveln geschafft. Ups. Uah. Also dafür... dass dieser Hack hier jetzt so schwierig ist. Also in den letzten Parts ist er zumindest schwierig geworden. Uah. Aha. Aha, da ist wahrscheinlich irgend so ein Secret. Wetten, da ist genauso wie im Original irgendwie ein Midway Point hinter. Das würde zumindest irgendwie Sinn machen, glaube ich. Also hier weist das ja immer noch teilweise ein paar Ähnlichkeiten zum Original-Dingsbums auf. Wobei, nee, das können wir gleich abhaken. Wahrscheinlich wieder nur so ein Secret. Okay. Zack.
Okay, ich habe richtig darauf spekuliert. Das Wasser kann hier nicht komplett weggehen. Wow, das war ein bisschen riskant, aber es hat funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! So, also, diesen Pilz haben wir uns jetzt geschnappelt, lustiges Wort. Scheiße. Diesmal habe ich weniger Glück mit dem Sturversuchen irgendwie rüber zu preschen. Taktik. So, und ich lasse mich nicht von dieser dämlichen Säge töten. Naja, das ist doof. Okay, hier haben wir eine interessante Bosskampfkonstellation. Also vielleicht könnte hier ein bisschen so die Schwierigkeit sein, dass diese Feuerbälle da oben irgendwie kurzzeitig verschwinden. Wobei, das ist ja nicht wirklich schwierig, denn ohne Treffer haben wir den jetzt schon gekillt. Okay, damit hätten wir das hier erledigt. Okay, und das bedeutet, wir könnten im nächsten Part hier weitermachen oder da oben bei dieser anderen Brücke. Okay, das war's dann von mir für diesen Part. Bis dann, Tschüssikowski!